mich. Sicario kommt. Wir werden diesen Cabron Levanton. Das wirst du bereuen. Schieb dir deinen Kopf in den Arsch, du dämlicher Lackaffe! Ignorierst du mich? Hey, ich rede mit dir! Okay, das ist merkwürdig. Hey, was läuft? Wie geht's denn so? Und die großen Datenunternehmen sind darauf spezialisiert, ihnen ihre Daten wegzunehmen. Ihre Daten! Weißt du, Theresa Moretti hat gute Chancen. Wenn Invite durchkommt, ist keine Wahl mehr sicher. Wozu
Bellwether hat die Macht, jeden Wähler im ganzen verdammten Land zu beeinflussen. Und Thross ist der Typ, der ihn den Rücken frei hält. Deswegen ist er so wichtig. Tja, seit wir Invites Code manipuliert haben, sinken die Werte für den Abgeordneten Thross und Invite dreht am Rad. Yo, Em, du musst dir anhören, was wir aufgenommen haben. Das ist Thross, wie er mit Mary Catskill spricht. Invites CEO. Können Sie denn nicht tun? Alles läuft schief! Treffen wir uns persönlich. Ich habe etwas, das dieses Problem löst. Oh, Gott sei Dank. Da treffen wir uns im Penthouse. Sichern Sie das Ding. Wir sehen uns dort. Vielen Dank, Mary. Wir werden das vertraulich behandeln. Ich nehme das auf und wir verwenden es gegen Sie. Ich helfe dir. Ihre Kutsche steht bereit, Sir. Oh, vielen Dank, Sir. Ich fürchte, die haben da irre Sicherheitsmaßnahmen. Ich habe nachgeforscht. Überall sind Sicherheitskameras. Damit finden wir raus, wie es aussieht. Sicherheitskameras, um die Sicherheit zu knacken. Auf jeden Fall. Viel mehr als zu wählen bleibt den Leuten nicht. War klar, dass Invite die Wahlmuster der Leute auf. Natürlich. Wieso denn auch nicht? Dieses Invite-Ding macht mich verrückt. Ich meine, Firmen manipulieren die Leute doch ständig. Aber die sind so verdammt hinterhältig. Die kontrollieren den Datenfluss. Die wissen alles über jeden und wie sie ihren Vorteil daraus ziehen können. Schau ich mir mal an. Ich erkunde mal die Gegend. Vielleicht kriege ich direkte Sicht ins Penthouse. Log dich auf dem Laptop ein. Du wirst sehen wollen, was da läuft. Mr. Nemec. Oh, ich bin überrascht. Überrascht? Klar überrascht. Du hast dir in die Hose gemacht. Das ist nicht fair. Also, Sie und Miss Catskill haben mir versprochen... Ich habe nie etwas versprochen, Mark. Versprechen sind was für Fünfjährige, Mark. Das ist Erpressung. Ich weiß. Ich wünschte, mir wäre was Besseres eingefallen. Aber das Klischee zieht immer. Dieser Staat verzeiht sexuelle Eskapaden sehr viel eher als Drogenmissbrauch, Mark. Ich bin ein US-Kongressabgeordneter. Um die Sache abzukürzen, Marky Boy, deine Zahlen sind im Keller. Und das können wir uns nicht leisten. Jetzt ist Zeit für Plan B. Du erinnerst dich doch noch an Plan B. Und hier sind die Pläne dazu. Falls es Sie interessiert. Aber Ihr Programm sollte mich doch wieder wählen. Nein, Wunder sind was für Loser, Mark. Willst du dir das nicht selbst verdienen? Wenn irgendwas schief läuft, denk dran. Halt einfach den Mund. Anders als auf diesen Fotos. Hey, Mann, tut mir echt leid mit den Bildern. Ich werde mich bessern. Seht ihr das? Dushan steckt da mit drin. Oh Mann, da drüben geht gerade eine Menge ab. Marcus, das Gebäude wurde gerade ausgeklinkt. Wir kommen nicht rein und sehen nichts. Ich muss darüber. Es muss Beweise für das geben, was da vor sich geht. Ich bin auf dem Nachbargebäude. Von hier oben kommst du in sein Penthouse. Hier gibt's jede Menge Kräne. Bin unterwegs.
Mensch! Hey, Marcus. Wie läuft's? Sieh dir das an. Hm? Von hier sieht man die ganze Stadt. Echt viele Leute da draußen, Mann. Echt viele Leute. Ja, die verarscht werden. Und es nicht mal merken. Total taub. Richtige Scheiße. Das wird ein echt harter Kampf werden, die wieder zu Menschen zu machen. Fuck ja, Mann. Okay, Mann. Du suchst die Beweise, ich lade die Fluchtstrategie rein.